Dritter Spieltag der Oberliga Niederrhein. Die Sport- und Spielvereinigung Velbert empfängt Schwarz-Weiß Essen. Die Gäste mit neuem Trainer an der Seitenlinie und 2 Siegen aus 2 Spielen. Die Gastgeber ebenfalls noch ungeschlagen, haben allerdings erst 1 Ligaspiel gemacht. Rein in die Partie, die Gastgeber ganz in Blau, Schwarz-Weiß Essen in Schwarz und Weiß. Erste Möglichkeit für Velbert, die Antwort der Gäste, wunderbare Hereingabe und dann Felix Haas mit dem Eigentor, hält den Fuß unglücklich rein und das Tor für die Gäste aus Essen. Bittere Szene zu diesem Zeitpunkt nach 13 Minuten, ein offenes Spiel, noch nicht viel passiert. Ärgerlich aus Sicht der Gastgeber, aber die Mannschaft von Alexander Vogt versuchte eine Antwort zu finden. Das ist Robert Toshukwu Naji und der fasst sich ein Herz und nagelt den Ball ins Tor. 1-1 Ausgleich, nur 3 Minuten nach dem Rückstand. Sein 3. Saisontor im 2. Spiel, das ist mal eine Ausbeute. Und der Treffer war unhaltbar für Keeper Kai Gröger. Aber die Gastgeber leisten sich dann einen folgeschweren Fehler im Spielaufbau. Die Riesenmöglichkeit für ETB, aber vergeben. Es war ein ausgeglichenes Spiel. Es war ein rassiges Oberligaspiel. Beide Teams wollten den Sieg, aber Schwarz-Weiß Essen hatte die besseren Mittel nach einer Ecke. 2-1 Robin Fechner. 33. Minute. Ausgebildet beim VfL Bochum, seit 2016 bei Schwarz-Weiß Essen mit seinem 2. Treffer in dieser Saison. Tolle Ecke, toller Kopfball, da ist er aber auch wirklich sträflich alleine gelassen worden. Die Gastgeber nur kurz geschockt, der Kopfball von Abdelhamid, dem Kapitän, in die Arme von Kai Gröger. Aber die Mannschaft wurde besser, toller Angriff, toller Antritt von Robert Toshukwu Naji, Elfmeterpfiff, richtige Entscheidung, aber Kai Gröger hat die Ecke gegen Max Martemes, der da vergibt. Trotzdem, Velbert spielte auf das Tor von Kai Gröger und der parierte ein ums andere Mal rein in die 2. 45 Minuten. Stark Regen in Velbert, das störte das Spiel wenig. Velbert spielte aufs Tor, traf es aber nicht. Auf der anderen Seite der Sololauf und das 3-1, Malek Fakro. So einfach oder auch so bitter kann Fußball manchmal sein. Die einen haben die Chancen, die anderen machen die Tore. Gnadenlos effektiv die Gäste aus Essen. Und Velbert auch im Anschluss mit dem Kopfball noch an die Latte. Das war die letzte Szene. Bittere Niederlage für die Sport- und Spielvereinigung Velbert. Für Essen ist es der 3. Sieg im 3. Spiel und damit Platz 2 der Oberliga Niederrhein. Dazu hören wir jetzt einen Verantwortlichen, nämlich den neuen Trainer. Wir wussten um die Qualität des Gegners, SSV Velbert, einer der Top-Favoriten der Liga. Und ich habe die Mannschaft da gestern nochmal gezielt drauf eingestellt, auch bei den Standardsituationen, defensiv wie offensiv. Das hat letztendlich auch ein Plus gegeben, weil wir auch aus einer Ecke letztendlich auch ein Tor geschossen haben. Das Spiel in der ersten Halbzeit war sehr offen, ein offenes Spiel. Das Tor für uns war sicherlich ein bisschen glücklich, aber dann haben wir bei dem 1-1 nicht gut ausgesehen, weil wir einen Fehlpass in der Vorwärtsbewegung hatten, haben uns da auskontern lassen. Das 2-1, wie gesagt, eine Standard und vielleicht war auch eine Schlüsselszene der verschossene Elfmeter von SSV Velbert. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.